Hallo und herzlich willkommen zu unserer Vorlesung Phraseologie. Und wir fangen heute an mit der ersten Lektion, in der es um einen kleinen Einstieg und eine kleine Einführung in den Gegenstand geht und vor allem die allgemeinen Informationen zur Frage liefert, was ist eigentlich Phraseologie? Wie ich gerade erwähnt habe, geht es heute darum, dass wir einen ersten Einstieg in die Thematik bekommen und dann auch ganz kurz besprechen, was eigentlich ein Phrasem oder ein Phraseologismus ist und uns dann im nächsten Schritt fragen, was die Phraseologie eigentlich tut, wie lange es so etwas wie Phraseologie gibt als eine eigenständige Disziplin und mit welchen Fragen sich diese Disziplin beschäftigt, diese wissenschaftliche Disziplin, wenn sie schon eine Disziplin ist. Für den ersten Einstieg habe ich für Sie einen Text vorbereitet, und zwar ein Text, ein Auszug aus dem Jahreshoroskop für das Sternzeichen Fische aus dem Jahr 2021 aus der Zeitschrift, aus der deutschen Zeitschrift Brigitte, mit dem Titel Das bringt das neue Jahr. Ich werde Ihnen jetzt den Text zuerst vorlesen und Sie werden wahrscheinlich gleich merken, dass einige Wortverbindungen in diesem Text eine besondere Eigenschaft tragen. Und zwar handelt es sich hier um einen Auszug mit dem Untertitel Beruf und Karriere, also für die Fische, was im Bereich der Beruf und Karriere eigentlich geschehen soll. Und es geht darum, wer Großes gewinnen will, muss in der Vorbereitung achtsam sein. Das beschreibt ihr 2021 ziemlich treffend, denn sie sind in einer Übergangsphase. Das eine kann auslaufen, weil das andere schon in der Pipeline ist. Von Mai bis Juli scharren sie womöglich heftig mit den Füßen, radikale Schritte aber sollten sie vermeiden. Tasten sie sich voran, ohne den Boden finanzieller Absicherung zu verlassen. Auch das Thema Abgrenzung wird wieder wichtig. Gerade im Homeoffice fällt es schwer, Beruf und Privates zu trennen. Doch da müssen Sie ran, um Ihre Kräfte zu schonen und um Ihren Ideen Spielraum zu geben. Zwingen Sie sich auch bitte keine super detaillierten Pläne ab. Wie gesagt, 2021 dient der Vorbereitung. Nehmen Sie an, was sich ergibt, selbst wenn sich Dinge anders entwickeln als gedacht. Und bleiben Sie sich treu. Fische können nur aus dem Herzen heraus leben, lieben und arbeiten. Im Mai, Juni, Juli zeigt Jupiter, wie das aussehen könnte und kündigt den großen Wurf an, mit dem 2022 zu rechnen ist. In diesem Text finden sich einige Wortverbindungen, die wir jetzt in den nächsten Schritten als Phraseme oder als Phraseologismen begreifen würden. Ich zeige Ihnen jetzt aber an einigen Beispielen, was es überhaupt ist, und dann im nächsten Schritt versuchen wir eine erste Definition oder eine erste Begriffsbestimmung. Jetzt haben wir in der vierten Zeile eine Phrase in der Pipeline. Etwas ist in der Pipeline. Sie verstehen sicherlich, was es bedeutet, ja? Wobei wir auch gleichzeitig verstehen, dass Pipeline hier überhaupt nicht für die tatsächliche wörtliche Pipeline steht. Und tatsächlich findet sich diese besondere Verwendung des Wortes Pipeline in der Wortverbindung in der Pipeline sein, auch sogar schon im Duden, und zwar unter der Rubrik Wendungen, Redensarten und Sprichwörter. Und nicht einfach unter dem Eintrag Pipeline. Und hier steht es ja auch gleich in der Pipeline, Wirtschaftsjargon, steht in Vorbereitung, in Planung sein. Das eine kann auslaufen, weil das andere schon in der Planung, in Vorbereitung ist. Also in der Pipeline als eine Wortverbindung steht für die Idee, etwas ist in der Vorbereitung. Eine andere Wortverbindung, die in dieser Hinsicht ja auch besonders ist, in diesem Textabschnitt, ist mit den Füßen scharren. Ja? Von Mai bis Juli scharren sie wie möglich heftig mit den Füßen. Könnte man natürlich wörtlich verstehen. Mit den Füßen scharren, mit den Hufen scharren, könnte man ja auch nur sagen. Ich habe diese Wendung
im Redensartenindex im Internet gefunden, wo steht, die Redensart mit den Hufen oder mit den Füßen scharren, habe die Bedeutung beginnen wollen oder ungeduldig warten. Und das ist genau die Bedeutung, in der diese Wendung in diesem Text verwendet wird. Ja, von Mai bis Juli warten Sie schon ungeduldig, wollen Sie unbedingt beginnen mit den radikalen Schritten. Ja, aber mit den Füßen scharren steht eben für die Bedeutung auf etwas ungeduldig warten. Eine weitere zeige ich Ihnen in diesem Text, sodass Sie sehen, dass in einem kleinen Ausschnitt aus einem Text doch sehr vieles vorhanden ist, was mehr oder weniger fest zusammengehört und nur in dieser Zusammengehörigkeit eine besondere Bedeutung evoziert. In der vorletzten Zeile oder in dem letzten Satz finden wir die Phrase aus drei Wörtern den großen Wurf ankündigen. Ja? Was ist denn eigentlich der große Wurf? Da gibt uns wieder Auskunft, finden wir Auskunft im Redensartenindex. Hier steht ja auch die Redensart. Ein großer Wurf hat die Bedeutung ein gelungenes Werk, etwas Außergewöhnliches oder ein großer Erfolg. Ja? Hat vielleicht, wenn man länger darüber nachdenkt, etwas mit dem Werfen oder mit dem Wurf zu tun. Wir denken aber überhaupt nicht darüber nach, dass das etwas mit dem Werfen zu tun haben könnte, denn wir wissen, die Wendung oder die Verbindung der Wörter ein großer Wurf bedeutet, dass etwas Außergewöhnliches, etwas Besonderes, etwas Erfolgreiches gemeint ist. Es gibt in diesem Text ja aber auch andere Wortverbindungen, für die ich jetzt keinen besonderen Eintrag in Wörterbüchern oder im Redensartenindex gefunden habe, über die man aber bei denen aber noch darüber nachdenken könnte, wie fest sie zusammengehören und wie sehr sie eigentlich, wie eigentlich gewohnt sind, diese Wörter genau in dieser Zusammensetzung vorzufinden und den Wörtern genau in dieser Zusammensetzung eine besondere Bedeutung zuzuschreiben. Was könnte es sein? In diesem konkreten Text könnte es zum Beispiel den Boden finanzieller Absicherung zu verlassen, den Boden von etwas verlassen, wo wir ganz genau sehen, an dem Wort Boden ist irgendetwas anders, wenn es in dieser Wortverbindung verwendet wird. Ähnlich können wir auch interpretieren die Wortverbindung, um ihren Ideen Spielraum zu geben. Ja, das Wort Spielraum in dieser Kombination Spielraum zu geben, dem Spielraum geben, den Ideen Spielraum geben. Oder zum Beispiel hier noch eins, nur aus dem Herzen herausleben. Ja, was bedeutet das aus dem Herzen herausleben? Wir sehen, dass es wieder keine wörtliche Bedeutung ist, aber es kommt ja auch noch zusätzlich etwas dazu, was ja auch die formale Zusammensetzung angeht. Diese und andere Wendungen, Redewendungen, Wortverbindungen gehören zu einer großen Klasse, die wir jetzt vorläufig erstmal Phrasemen nennen. Ja? Und im Wort Phrasem steckt eigentlich schon das Wort Phrase drin, was uns das erste Indiz gibt. Also es handelt sich um Phrasen, es handelt sich um Wortverbindungen, es handelt sich nicht um einzelne Wörter. Ne? Es muss also mehr als ein Wort sein, das zusammenkommt, die zusammenkommen, um eine besondere Bedeutung zu tragen. Dazu gehören zum Beispiel solche Phraseme oder solche Wortverbindungen wie kalter Kaffee in der Bedeutung von etwas Altbekanntes, nichts Außergewöhnliches, nichts Neues, nichts Interessantes oder Öl ins Feuer gießen in dem Sinne, im Sinne von Streit nochmal anfeuern, ja? Oder auf den letzten Drücker im Sinne etwas in der letzten Sekunde machen, in der letzten Minute machen, erledigen. Gang und gäbe, wie üblich, irgendwo ist es gang und gäbe, dass etwas üblich ist. Oder auch guten Appetit, mit dem wir immer wieder in der gleichen Form etwas wünschen beim Tisch und in einem bestimmten Kontext, in einem bestimmten sozialen Setting verwenden. Aber auch solche großen Verbindungen oder Verbindungen von mehreren Wörtern, wie Sprichwörter zum Beispiel, verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen. Hat eine besondere Bedeutung, hat eine besondere Form.
so dass wir bei einer ersten Bestimmung des Untersuchungsgegenstandes, eigentlich des Objektes unseres Begriffs Phrasem, angekommen sind und sagen können, zwei Dinge müssen zusammenkommen. Zwei Dinge im Sinne eines sprachlichen Zeichens, wenn wir zurückdenken, was ist eigentlich ein sprachliches Zeichen? Ist eine Verbindung von Form und Bedeutung. Und auf der formalen Seite gibt es bestimmte Merkmale, die die Phraseme auszeichnen. Aber auch auf der Bedeutungsseite, auf der Inhaltsseite gibt es bestimmte Merkmale, die die Phraseme besonders auszeichnen. So haben wir zum Beispiel schon gesagt, es handelt sich, das Wort Phrase steckt ja schon drin, ja? Es handelt sich um eine Verbindung, die mehr als ein Wort enthält. Nehmen wir jetzt ein Beispiel kalter Kaffee. Hier haben wir ein Phrasem oder eine Wortverbindung von zwei Wörtern. Und diese Verbindung von mehr als einem Wort trägt eine eigene, eine besondere Bedeutung, die sich nicht unbedingt aus den einzelnen Wörtern dieser Verbindung ergibt. Kalter Kaffee bedeutet ein Kaffee, der kalt geworden ist. Ja, die Temperatur des Kaffees wird hier beschrieben. In der Verbindung kalter Kaffee bedeutet es aber nicht, dass der Kaffee kalt ist, sondern dass es sich um etwas handelt, was längst bekannt ist und deswegen uninteressant geworden ist. In diesem Sinne handelt es sich auch nicht nur um eine Verbindung, die mehr als ein Wort enthält, sondern um eine feste Verbindung, die nicht einfach variabel verändert und modifiziert werden kann, sondern immer nur in dieser Form diese konkrete Bedeutung hat. Wenn wir jetzt nun versuchen, aus kalter Kaffee warmer Kaffee zu machen, wird daraus nicht das Gegenteil von längst bekannt und uninteressant, sondern es wird daraus wirklich eine Temperaturbeschreibung des Kaffees. Auf der anderen Seite können wir ja auch nicht sagen, kalter Tee in der Hoffnung, dass unser Gegenüber es genauso wie kalter Kaffee versteht, in der Bedeutung längst bekannt und uninteressant. Das heißt also, bei den Phrasemen oder Phraseologismen, die Terminologie werden wir in den nächsten Lektionen noch einmal ansprechen, bei den Wortverbindungen, die uns interessieren als Gegenstandsbereich der Phraseologie, haben wir also mit Wortverbindungen zu tun, die aus mehr als einem Wort bestehen und die eine besondere Festigkeit aufweisen und nicht frei modifiziert werden können. Und dieser Festigkeit einer Multiwortverbindung auf der Formseite steht eine bestimmte Bedeutung gegenüber, eine einheitliche Bedeutung, die sich oft nicht aus den einzelnen Wörtern in diesen Verbindungen ergibt. Also das ist nicht die Summe der Teile. Das Ganze ist nicht die Summe der Teile. Zweitens, diese Bedeutung benutzt häufig nicht die wörtliche, sondern die übertragene Bedeutung der Wörter. Auf jeden Fall ist dieser Inhalt, die Bedeutung von Phrasemen, auch eigen in dem Sinne, dass sie sich davon unterscheidet, was wir in den Wörterbüchern finden würden, wenn wir jedes einzelne Wort nachschauen würden. Erste Bestimmung, Formseite, mehr als ein Wort, mehr oder weniger fest. Bedeutungsseite, eine eigene Bedeutung, die eben diese Verbindung als Ganzes zukommt. Also können wir jetzt sagen, wir sind im Bereich der Phraseologie und die Phraseologie ist ein Teildisziplin die Teildisziplin der Sprachwissenschaft, die sich mit Phrasemen beschäftigt. Also eben mit diesen Wortverbindungen, die wir gerade vorläufig bestimmt haben als Mehrwortverbindungen mit einer bestimmten besonderen Bedeutung. Also. Wenn Sie ein bisschen stöbern und in den Lehrbüchern oder auch im Internet den Begriff Phraseologie recherchieren, dann werden Sie sehr, sehr häufig solche Aussagen treffen, dass die Phraseologie eine relativ junge Wissenschaft sei und dass die Phraseologie vor allem im deutschen Raum erst in den 70er und 80er Jahren des 20. Jahrhunderts als eine eigenständige Disziplin aufgekommen ist. Es ist alles wahr, es sind aber alles Aussagen vor allem über die germanistische Phraseologie, über die Phraseologie, die sich mit der deutschen Sprache oder mit den deutschen Phrasemen oder Phraseologismen beschäftigt. Und
Wirklichkeit ist aber auch die deutsche Phraseologie viel älter, wie ich Ihnen gleich zeigen werde. Die erste explizite Erwähnung von Phrasemen, Phraseologismen, usuellen Wortverbindungen, bestimmten Wortverbindungen geht aber schon auf Charles Bailly zurück, der im Jahre 1909 zum Französischen ja ein Werk verfasst hat, in dem er sich mit den stilistischen Eigenheiten des Französischen beschäftigt hat und dort schon den ersten Hinweis auf usuelle bestimmte Redewendungen, bestimmte usuelle Wortverbindungen geliefert hat. Uns interessiert jetzt natürlich die Phraseologie des Deutschen, denn wir beschäftigen uns hier in dieser Vorlesung vor allem mit den deutschen Phraseologismen und Phrasemen. Mittlerweile ist es ein ziemlich großes Feld, eine ziemlich gut entwickelte Teildisziplin der Sprachwissenschaft, muss man sagen. Und davon zeugen ja auch mehrere Bücher. Viele Lehrbücher, die mittlerweile auf dem Markt existieren. Ich habe hier einfach nur ein Screenshot aus Google Books gemacht, was Sie alles finden, wenn Sie einfach das Stichwort Phraseologie eingeben. Wir haben hier ein Lehrbuch zu Phraseologie als Redensartenforschung, hier eine Einführung in die Phraseologie, hier eine Einführung in die Phraseologie oder Basiswissen, deutsche Phraseologie. Wir können also alleine aufgrund der Anzahl der erschienenen Bücher zu diesem Thema sagen, dass das Gebiet, obwohl es eigentlich ziemlich jung ist, ja, den 70er, 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, das ist es ja gar keine sehr, 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 sehr alte Disziplin, dass sie mittlerweile sehr, sehr erfolgreich entwickelt wurde von vielen Wissenschaftlern, Sprachwissenschaftlern. In Bezug auf die deutsche Phraseologie lässt sich sagen, dass wir jetzt die Geschichte der Phraseologie eigentlich in zwei Phasen aufteilen können. Und wir haben jetzt bis jetzt darüber gesprochen, dass viele darüber reden, dass die eigentliche Phraseologie oder die wissenschaftliche linguistische Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsgegenstand erst seit den 70er oder 80er Jahren des letzten Jahrhunderts existiert, was aber auf keinen Fall bedeutet, dass es vorher keine Phraseologie gab, dass man sich früher nicht mit solchen Wortverbindungen beschäftigt hat, dass man gar nicht gemerkt hat, dass es solche nicht üblichen Verwendungen von Wörtern in bestimmten Kombinationen tatsächlich gibt. Natürlich haben die Menschen das gemerkt, natürlich wurde das dokumentiert und natürlich war das Interesse ja schon da. Es war aber sozusagen noch in den Kinderschuhen in dem Sinne, dass bis circa Mitte des 20. Jahrhunderts die Menschen, die Forscher, die Linguisten, sich vor allem damit beschäftigt haben, dass sie solche Dinge gesammelt haben und versucht haben, sie ein bisschen zu erfassen und auch zu erklären, was diese Bedeutung von diesen Ausdrücken eigentlich ist, und sie in Wörterbüchern oder in Listen zu notieren. Das heißt, wir können die Geschichte der deutschen Phraseologie grob beschreiben als die Abfolge von zwei Schritten oder von zwei großen Phasen. In der ersten Phase ging es vor allem darum, zu sammeln, zu dokumentieren, festzuhalten, sozusagen, was überhaupt da ist. Und seit den 70er Jahren hat man sich dann genauer damit befasst, wie könnte man das eigentlich in die existierenden linguistischen Theorien, in die existierenden linguistischen Beschreibungen, in die existierenden grammatischen Beschreibungen, syntaktischen Beschreibungen der deutschen Sprache integrieren. Und deswegen reden wir über die linguistische Teildisziplin, wo wir ja auch mit der Grammatik, Semantik und der Syntax dieser Phraseologismen beschäftigen. Da redet man erst seit den 70er Jahren darüber, dass es eine eigenständige linguistische Disziplin gibt. Welche Fragen beschäftigen nun Phraseologen und Phraseologinnen? Die zentralen Fragen dieses Gebietes unterscheiden sich eigentlich nicht groß von den zentralen Fragen der anderen linguistischen Teildisziplinen. Ja? Als erstes haben wir einen Untersuchungsgegenstand. Ja? Wir haben ihn jetzt grob bestimmt als Mehrwortverbindung mit einer besonderen Bedeutung, aber die Definition muss natürlich viel, viel exakter, viel, viel präziser sein. Das heißt, haben wir eine Intuition darüber, dass es in der Sprache etwas existiert, was einen besonderen Status hat, ist der erste Schritt, das zu dieses Phänomen zu bestimmen und zu definieren.
Und nachdem dieses Phänomen definiert ist und die Begriffsbestimmung abgeschlossen ist, geht es darum, die Phraseme oder die Phraseologismen weiter zu beschreiben, ihre Merkmale herauszuarbeiten, ihre Charakteristika herauszuarbeiten, was dann häufig und fast schon zwangsläufig dazu führt, dass die Phrasemen klassifiziert werden, dass wir unterschiedliche Typen von diesen Phrasemen finden. Genauso wie es zum Beispiel in der Morphologie so ist, dass wir unterschiedliche Typen von Morphemen haben. Wir haben Präfixe, Suffixe, Stämme, Wurzel. Genauso ist es bei den Phrasemen, dass wir erwarten, dass wir eine Typologie der Phraseme entwickeln können. Und dann fragt man sich ja auch, was die Phraseme für einen Status im Lexikon haben, wenn sie schon nicht die einzelnen Wörter, nicht die einzelnen Lexeme sind. Wie können sie eigentlich ins Lexikon, ins mentale Lexikon integriert werden? Wie funktionieren sie eigentlich im Lexikon? Was natürlich ja auch mit der praktischeren Fragestellung verbunden ist, wie soll man sie eigentlich notieren? Gehören sie in ein Wörterbuch, gehören sie nicht in ein Wörterbuch? Und wie soll man sie überhaupt jetzt praktisch erfassen, damit die Menschen, die ja keine Sprachwissenschaftler sind, sie ja auch auffinden können und sich darüber informieren können, was diese Phraseme oder Phraseologismen bedeuten. Und dann geht es ja auch um einzelne spezielleren Fragestellungen, wie zum Beispiel, welche Funktion haben die Phraseme in der Kommunikation? Haben sie unterschiedliche Funktionen? Haben sie unterschiedliche Funktionen in unterschiedlichen Kommunikationssituationen? Kommt es darauf an, in welchem kommunikativen Setting wir uns befinden? Kommt es darauf an, in welcher Textsorte wir uns befinden? Geht es darum, ob wir in einer Zeitung sind, ein Horoskop lesen oder eine wissenschaftliche Abhandlung lesen? Ja? Und natürlich interessieren wir uns als Phraseologen und Phraseologinnen für die Entstehung und geschichtliche Entwicklung von Phrasemen. Wo kommen sie her? Bleiben sie immer da? Verändern sie sich? Entwickeln sie sich? Verschwinden sie wieder aus dem Gebrauch? Wie lange bleiben sie? Warum? Und so weiter. So, und das sind die Fragen, die uns eigentlich auch im Laufe dieser Vorlesungen beschäftigen werden. Und in den nächsten Lektionen wird es nach und nach darum gehen, was zum Beispiel ein Phrasem ist. Und ich kann Ihnen gleich einen kleinen Ausblick geben und versprechen, dass es spannend sein wird. Denn schon bei der Begriffsbestimmung, bei der Benennung, bei der Terminologie gibt es mehrere Begriffe, die in dieser kurzen Geschichte der Phraseologie eigentlich zur Benennung des Untersuchungsgegenstandes verwendet wurden. Wir finden in unterschiedlichen Lehrbüchern, in unterschiedlichen Artikeln, in unterschiedlichen Forschungsstudien solche Begriffe wie Phrasem. Den Begriff habe ich schon verwendet, Phraseologismus habe ich ja auch schon verwendet, aber man findet ja auch solche Termini wie zum Beispiel Idiom oder Redewendung oder einfach nur Wendung oder feste Wendung. Und wir werden in der nächsten Lektion darüber sprechen, wo die Begriffe entstanden sind, warum sie so entstanden sind und wie man sie eigentlich unter einen Hut bringt. Auf der anderen Seite habe ich auch gesagt, dass die Phraseologie sich mit der Frage der Klassifikation von Phraseologismen oder Phrasemen beschäftigt. Ich gebe Ihnen jetzt einfach nur drei Beispiele für drei unterschiedliche Klassifikationen, damit Sie ja auch sehen, dass die Klassifikationen ja auch unterschiedlich ausfallen können. Und wir werden uns mit solchen Fragen der Klassifikation, der Merkmalsbestimmung von Phrasemen und Phraseologismen ja auch noch in den nächsten Lektionen beschäftigen. Fleischer zum Beispiel in seinem Werk von 1983 macht eine grundlegende dreiteilige Unterscheidung von Phrasemen und sagt, es existieren Phrasiolexeme, Phrasioschablonen und Nominationsstereotypen. Sie müssen jetzt nicht sofort verstehen, was das ist, wir werden uns damit noch beschäftigen, aber im Wesentlichen geht es darum, es geht um wortähnliche Phraseme, es gibt um Schablonen, die irgendwie mit unterschiedlichen Wörtern ausgefüllt werden können. Und es gibt Nominationsstereotypen, die sich vielleicht auf größere Einheiten erstrecken.
Dagegen, wenn wir in die Klassifikation von Burger aus dem Jahre 1998 schauen, sehen wir, dass er auch drei Gruppen unterscheidet, die aber referenziell, strukturell und kommunikativ nennt. Und wir sehen, wenn wir jetzt diese beiden Klassifikationen auf den ersten Blick einfach vergleichen, dann sehen wir, dass diese Klassifikation von Burger eher auf der semantischen, auf der funktionalen Seite aufbaut, also was tun Phraseme, während hier es schon um eine formale Unterscheidung geht. Das heißt, schon auf den ersten Blick können wir sehen, Klassifikationen benutzen unterschiedliche Kriterien, die sie der Typologie zugrunde legen. Eine dritte zeige ich Ihnen ja auch noch aus, einfach nur, damit Sie sehen, dass es ja auch noch einen anderen Weg geben kann, Phraseme zu klassifizieren. Im Lehrbuch von Donnelly aus dem Jahr 2009 spricht sie von der grundlegenden Zweiteilung in Satzteilphraseme, also Phraseme, die in einen Satz integriert werden können, und Satzphraseme, die selbst einen Satz sozusagen ausmachen. Über die Klassifikationen reden wir dann ja auch noch später, aber das ist ja auch eine heiß diskutierte Frage und sie wird immer noch sehr heiß diskutiert in der Phraseologie. Was wäre dann die beste Art und Weise, Phraseme zu klassifizieren? Phraseme im Lexikon habe ich angesprochen, ja, und die Frage, wo gehören sie eigentlich hin? Wo notieren wir sie eigentlich? Was ist jetzt die praktische Konsequenz unserer wissenschaftlichen, linguistischen Auseinandersetzung mit den Phrasemen? Ich habe schon mal schon darauf hingewiesen, dass ein Wörterbuch existiert für Redensarten, Redewendungen, idiomatische Ausdrücke, Sprichwörter und Umgangssprache, nennt sich Redensartenindex. Sie können gerne auf die Seite gehen und schauen, wie viele unterschiedliche Redensarten und Redewendungen und idiomatische Ausdrücke diese Seite mittlerweile vereint. Ja, und das ist eine Seite, die extra für Phraseme, extra für phraseologische Einheiten existiert. Eine andere Seite, die sich ja auch nur mit solchen Wortverbindungen beschäftigt oder nur solche Wortverbindungen sammelt und dazu noch Informationen gibt, wie sie entstanden sind, wann sie entstanden sind, ist das Online-Lexikon zur Diachronenphraseologie. Diachron sagt uns, dass es um die Entstehung und Entwicklung von Phraseologismen oder Phrasemen geht. Das ist jetzt ein kleines Beispiel dafür, dass Phraseme sozusagen getrennt von den Wörtern erfasst werden, gesammelt werden und zur Verfügung gestellt werden. Auf der anderen Seite gibt es auch einen anderen Weg. Hier gebe ich Ihnen ein Beispiel aus dem DWDS, dem Wörterbuch für deutsche Sprache, wo wir für unsere bekannte Wortverbindung der große Wurf, die wir ja im Text vom Horoskop hatten, einen folgenden Eintrag finden. Also das ist ein ganz normales Wörterbuch, wo ich eigentlich nach einem Wort nachschaue, genauso wie ich im Duden auch nachschauen würde, wo wir mir die Informationen zum Wort gegeben werden, aber auch gleichzeitig in diesem Eintrag zum Wort Wurf Information gegeben wird. Es kommt in Mehrwortausdrücken vor, und zwar im Mehrwortausdruck großer Wurf. Und das sehen wir hier unter Bedeutungsübersicht in 2, gelungenes Werk, erfolgreiche Leistung oder die Meisterleistung. Und das wäre genau die Entsprechung zu diesem Mehrwortausdruck, die Bedeutung für den Mehrwortausdruck großer Wurf. Also in einer der Lektionen werden wir uns damit beschäftigen, wo ist eigentlich der Platz der Phraseologismen? Gehören sie in ein Wörterbuch, so wie es hier im DWDS ist? Haben sie den Status von Wörtern, obwohl sie eigentlich aus mehreren Wörtern bestehen? Oder haben sie eher Platz in extra Wörterbüchern, wo eben nur phraseologische Einheiten aufgenommen werden? Das war eigentlich alles, was ich Ihnen für heute sagen wollte. Ein kleiner Einstieg, ein kleines Interesse wecken für die phraseologischen Einheiten und für die Phraseologie. Und nächstes Mal geht es darum, was ist eigentlich der Untersuchungsgegenstand? Was ist ein Phrasem?
Warum nennen wir es ein Phrasem? Sollen wir es lieber nicht anders nennen? Ich erzähle Ihnen ein bisschen von dem terminologischen Wirrwarr in der Geschichte der Phraseologie und dann versuchen wir nächstes Mal eine Definition von Phrasem zu erreichen. Also machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.